Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur dritten Sitzung unseres Seminars Sprache und Politik. Heute zum Thema politische Lexik. Ein Beispiel für das, was uns heute beschäftigen wird, finden Sie schon hier im Titel: Stabilisierungseinsatz oder Krieg. Das ist eine Frage, die durchaus politisch kontrovers verhandelt wird. Gemeint ist jeweils das gleiche Geschehen, aber die PolitikerInnen streiten sich darum, mit welchem Ausdruck man dieses Geschehen legitimerweise bezeichnen darf oder soll. Und genau solche semantischen Kämpfe wollen wir uns heute anschauen. Zunächst möchte ich einen Rückblick auf den Stoff der letzten Sitzung geben. Sie haben ja auch eine Gruppenarbeit gemacht. Dann gebe ich Rückblick auf die Lektüre, die Sie zur Vorbereitung gelesen haben, einen Überblick über den politischen Wortschatz und insbesondere auch zur politolinguistischen Schlagwortforschung. Ich werde dazu ein Beispiel geben und werde Ihnen dann lexikografische und auch korpuslinguistische Ressourcen vorstellen, die wir in der politolinguistischen Schlagwortforschung nutzen können, die Sie dann auch in Ihrer Gruppenarbeit selbst ausprobieren können. In der vergangenen Sitzung haben wir zunächst festgehalten, dass Gegenstände der Politolinguistik Wörter, Texte, Diskurse, neuerdings auch Bilder sind. Das ist auch gleichzeitig die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung. Und wir beginnen heute sozusagen mit der Grundlage, nämlich der Untersuchung von politischen Wörtern. Wir haben in Anlehnung an die Politikwissenschaft drei Dimensionen des Politikbegriffs kennengelernt. Wir können unterscheiden zwischen Polity, Policy und Politics, also die politische Ordnung insgesamt, dann die thematischen politischen Felder und das politische Überzeugungshandeln. Und wir haben dann auch gesehen, dass wir mit Girnd und anderen unterscheiden können zwischen verschiedenen politischen Handlungsfeldern, wo jeweils bestimmte Sprachfunktionen vorherrschend sind. Und dazu haben Sie eine Gruppenarbeit gemacht, die ich hier nur ganz kurz anreißen möchte. Wir werden in der nächsten Woche noch Gelegenheit haben, das zu besprechen. Aber ich hatte Sie ja gebeten, sich mal auf sächsische.de umzugucken nach Thematisierungen politischen Sprachhandelns und das mal einzusortieren, zu klassifizieren. Ich habe gesehen, dass es da auch durchaus kontrovers zuging. Aber zum Beispiel hat eine Gruppe hier diesen Artikel aufgerufen, eingegeben ins Padlet: Frauen rufen zum Generalstreik auf, Streik gegen Abtreibungsverbot. Wir finden hier also die postkative, aber auch die integrative Sprachfunktion im Handlungsfeld der öffentlich-politischen Meinungsbildung. Hier hingegen geht es um Beratungen im Landtag. Hier geht es also um die Meinungs- und Willensbildung in Institutionen. Und hier ist die informativ-persuasive Sprachfunktion im Vordergrund. Und schließlich hatte eine Gruppe diesen schönen Artikel hier gefunden. Hier geht es um eine Rede auf einem Parteitag. Was wir hier also finden, ist innerparteiliche Willensbildung, was die Gruppe hier der integrativen Sprachfunktion zugeordnet hat, weil es weniger darum geht, andere zu überzeugen, die Grünen zu wählen, sondern zunächst mal sozusagen Teambuilding innerhalb der Partei der Grünen. Ja, wir werden das, wie gesagt, nächste Woche noch beschäftigen, aber mit diesen Instrumentarien sehen wir, kann man so erste Klassifizierungen ganz gut vornehmen. Dann also soll es heute um politische Lexik gehen. Dazu möchte ich hier ein Beispiel zum Einstieg bringen. Ein Artikel, der 2018 in der Zeit erschien. Damals entbrannte ein Streit in der Großen Koalition um den Umgang mit Geflüchteten. Und da war dann der Vorschlag der CDU und vor allem auch der CSU, sogenannte Transitzonen einzurichten. Das hatte die SPD zunächst abgelehnt. Transitzonen sind Haftzonen. Hier sehen wir also, dass dieser Begriff präzisiert wird, indem gesagt wird, das, was es eigentlich bedeutet, nämlich dass da Menschen eigentlich inhaftiert werden, das soll sich dann auch entsprechend in der Bezeichnung niederschlagen. Interessant ist dann, wie es dann weitergeht, denn hier heißt es dann, dass die SPD eigentlich diese Idee von Transitzonen nicht per se ablehnt, aber den Begriff lehnt sie ab. Ja, den Begriff Transitzentren wollen die Sozialdemokraten allerdings nicht verwendet wissen.
es sei nicht derselbe Sachverhalt, nicht dieselbe Gruppe, sagt Nahles. Deshalb lehnen wir den Begriff auch ab. Ja, das ist ja interessant, dass gar nicht so sehr die Idee, überhaupt solche Lager, wie sie eigentlich sind, einzurichten, auf Ablehnung stößt, sondern es geht vor allem um die Bezeichnung. Und das ist tatsächlich was, womit Politik gemacht wird. Wie bezeichnen wir eigentlich die Maßnahmen, die wir politisch erreichen und umsetzen wollen? Ja, wir werden diesen Punkt später nochmals aufgreifen. Politischer Wortschatz. Hier möchte ich zunächst einen Überblick geben, so wie Sie es auch bei Thomas Nier zum Beispiel nachlesen können. Es ist, das habe ich schon erwähnt, der älteste Zweig der Politolinguistik. Damit hat das angefangen. Frühe Formen der Politolinguistik, zum Beispiel bei Viktor Klemperer, sind vor allem auf Wörter hin orientiert. Und in den 60er, 70er Jahren sind da die ersten maßgeblichen Untersuchungen dann vorgelegt worden. Walter Diekmann hat in einem frühen Vorschlag diese Unterteilung vorgenommen, wie man den Bereich des politischen Wortschatzes genauer untergliedern kann. Da gibt es das Institutionsvokabular, womit solche doch im allgemeinen Sprachgebrauch gebräuchlichen Wörter drunter gefasst werden, sowas wie Grundgesetz, Fraktionsvorsitzende, Überhangmandat, auch wenn wir nicht im Einzelnen vielleicht ganz genau wissen, was sich dahinter verbirgt, haben wir es auf jeden Fall schon mal gehört. Dann hingegen gibt es sowas wie das Ressortvokabular, wie EU-Investitionsfonds, Sonderabschreibung, den wir auch irgendwie sofort anhören. Das sind politische Wörter, aber die sind so spezialisiert, dass wir hier schon wirklich fundierte Sachkenntnisse brauchen, um noch erklären zu können, was die jeweils bedeuten. Sozusagen auf der anderen Seite der Spezialisierungsskala finden wir dann die nächsten beiden Sachen. Zunächst das Ideologievokabular, sowas wie Freiheit, Solidarität, Sozialismus. Das sind politische Schlagwörter, wie wir nachher sehen werden, deren Bedeutung durchaus umkämpft sein kann. Und wahrscheinlich muss jede politische Partei eine eigene Antwort darauf finden, was sie jeweils unter Freiheit, unter Solidarität, unter Sozialismus und so weiter verstehen möchte. Und es gibt aber auch noch eine andere Form von allgemeinem Vokabular, das Interaktionsvokabular, sowas wie Affäre, Dementieren, Beschlüsse. Das wäre also eine Möglichkeit, diesen politischen Wortschatz zu untersuchen. Der spannendste Teil ist bestimmt das Ideologievokabular und darauf wollen wir uns im Folgenden auch konzentrieren. Das Ideologievokabular ist dann später vor allem unter dem Begriff des politischen Schlagworts untersucht worden. Dazu haben Sie ja den Text von Schröter gelesen, deswegen hier nur ganz kurz. Was sind politische Schlagwörter? Das sind solche Wörter, die insgesamt häufig gebraucht werden im politischen Diskurs, die kondensiert ganze Programme zusammenfassen können, die Einstellungen ausdrücken oder diese zumindest provozieren und die gruppenspezifisch oder auch gruppenübergreifend sein können. Beispiele folgen später. Und Schlagwörter, dazu gibt es zum Beispiel von Gierndt einen Vorschlag, der hier auf Vorarbeiten von Klein und so weiter und Fritz Hermanns zurückgreift. Es gibt den Vorschlag, wie man hier nochmal genauer unterscheiden kann. Und es bietet sich an, zwischen diesen vier Typen zu unterscheiden. Wir haben Hochwertwörter und Unwertwörter, die allgemein positiv oder negativ bewertete Zielvorstellungen beschreiben. Also zumindest in unserem Land, sofern wir keine rechtsextremen, umstürzlerischen Parteien sind, haben einen Konsens darüber, dass Demokratie etwas Gutes ist und dass Freiheit etwas Gutes ist. Was genau darunter dann im Einzelnen zu verstehen ist, kann noch umkämpft sein, aber zunächst mal dürfte es allgemein bejaht werden, dass es Demokratie zu bewahren und zu schützen gilt. Hingegen soll gegen Armut und Diktatur vorgegangen werden. Das gilt es abzulehnen, ja? Und das gilt über die Parteien hinweg. Dann hingegen gibt es solche Schlagwörter, deren positive und negative Bewertung gruppenspezifisch ist. Fahnenwörter dienen dazu, in einer ganz bestimmten politischen Gruppe die eigene Position positiv zu bewerten, dass man sie wie eine Fahne vor sich herträgt. Die CSU zum Beispiel hat immer darauf beharrt,
in der Migration sogenannte Obergrenzen einführen zu wollen. Der Atomausstieg war lange ein Fahnenwort der Grünen. Willkommenskultur war sozusagen das Gegenstück zu dem Begriff der Obergrenze. Und auf der anderen Seite haben wir Stigma-Wörter, wo es darum geht, fremde Positionen negativ zu charakterisieren. Die AfD bezeichnet ja immer alle anderen Parteien als Altparteien. Die Linke spricht vom Neoliberalismus. Hier ist wichtig zu sehen, dass die FDP, die damit zum Beispiel gemeint ist, nie selber von sich sagen würden, dass sie neoliberal sind. Neoliberal ist tatsächlich ein abwertender Begriff, womit man andere Positionen bezeichnet. Und genauso bezeichnen sich natürlich auch die etablierten Parteien selbst nicht als Altparteien. Wir sehen aber auch, dass Fahnenwörter für die anderen sozusagen Stigmawörter sein können. Also dass Willkommenskultur ist für die AfD genauso ein Stigmawort, wird dann zusammengeführt mit so Multikulti, Wischiwaschi, Identitätsverlust und so weiter. Und Obergrenze hingegen ist etwas, was zum Beispiel in unter den Grünen und unter den Linken strikt abgelehnt wird, als Ausdruck von Nationalismus zum Beispiel. Ja? Weil ich weiß, dass Sie gerne Übersichten haben, biete ich diese Übersicht an. Wir können nämlich so eine Art Kreuzklassifikation machen. Ja, es gibt diese beiden Merkmale der positiven oder negativen Bewertung und dann, ob es gruppenspezifisch oder gruppenübergreifend ist. Und so können Sie dann hier Fahnenwörter, Stigmawörter, Hochwertwörter und Unwertwörter einsortieren. Wichtig ist, das sieht man, denke ich, schon daran, wenn wir uns Fahnenwörter und Stigmawörter nochmal vergegenwärtigen, dass Schlagwörter ihren spezifischen Status als Schlagwort nicht per se in sich tragen, nicht so sehr in der allgemeinen lexikalischen Semantik in sich tragen, sondern es handelt sich um eine pragmatische Kategorie. Schlagwörter werden zu Schlagwörtern gemacht im Gebrauch, eben dadurch, dass sie umkämpft sind, dass sie benutzt werden, um eigene Positionen zu markieren, um andere Positionen zu delegitimieren und so weiter. Und deswegen müssen wir tatsächlich auch in den konkreten Gebrauch reinschauen. Deswegen handelt es sich bei der Semantik von Schlagwörtern eigentlich um eine Diskurssemantik. Ja, wir müssen uns politische Diskurse anschauen, um zu ergründen, wie und zu welchen Zwecken dort Schlagwörter eingesetzt werden. Und diese umkämpften Begriffe, also diese und die semantischen Kämpfe, die wir beobachten können, dazu hat Klein einen wichtigen Vorschlag gemacht, dass er meint, es gibt im Wesentlichen zwei Typen. Es gibt die Bezeichnungskonkurrenz und die Bedeutungskonkurrenz. Die Bezeichnungskonkurrenz, das hatten wir ganz am Anfang schon gesehen. Da geht es also darum, wir haben einen bestimmten Sachverhalt und wir streiten darum, wie wir das eigentlich nennen. Nennen wir es Stabilisierungseinsatz oder nennen wir es Krieg? Sind die Rebellen in Syrien, sind es Freiheitskämpfer, wie es im Westen häufig genannt wird, oder sind es Terroristen, wie es das syrische Regime behauptet? Und auf der anderen Seite haben wir Bedeutungskonkurrenz. Hier steht das Wort als solches fest und wird also der Wortkörper ist nicht umkämpft. Was hingegen strittig ist, ist, was es genau bedeuten soll. Was zum Beispiel heißt eigentlich genau Freiheit? Eine linke Position wäre zu sagen, Freiheit soll in erster Linie bedeuten Freiheit von Not und Unterdrückung, wohingegen ein liberales, konservatives Verständnis von Freiheit eher bedeuten würde, Freiheit von staatlicher Kontrolle. Ja, und beides zusammen ist vielleicht nicht unbedingt miteinander verträglich, weil ein Staat, der vor allem auf Freiheit von Not und Unterdrückung abzielt, zum Beispiel massive Eingriffe ins Privateigentum durchaus vorsieht, Umverteilung und so weiter. Und wenn es vor allem darum geht, von staatlicher Kontrolle frei zu sein, dann setzt man darauf, dass der Markt das schon irgendwie alles regeln wird. Ja? Und für Bedeutungskonkurrenz möchte ich ein Beispiel bringen, nämlich das Wort Sozialismus.
Ich habe mal nachgeschaut in den aktuellen Grundsatzprogrammen, wie dort das Wort Sozialismus verwendet wird. Nicht alle Parteien verwenden es, aber die meisten. Und interessant ist zum Beispiel, was die CSU sagt. Sie sagt Eigenverantwortung und Freiheit im vielversprechenden Leitbild, nicht sozialistische Gleichmacherei. Also hier wird Sozialismus mit Gleichmacherei gleichgesetzt und wird in Opposition gebracht zu Eigenverantwortung und Freiheit, was in dieser Perspektive also gerade nicht verträglich ist mit Sozialismus. Ja. Bei der FDP, die ja auch auf Freiheit setzt, die verwendet den Begriff des Sozialismus genau ein einziges Mal im Grundsatzprogramm, wenn es ums geistige Eigentum geht. Und dann heißt es hier, die Absage an geistiges Eigentum, wie zum Beispiel die Piratenpartei vorsieht, ebnet den Weg in einen Sozialismus geistiger Leistungen. Wir sehen also, hier wird Sozialismus eigentlich metaphorisiert. Und wichtig ist, wie es weitergeht, zum Schaden aller Beteiligten. Ja, den schöpferisch Tätigen fehlt jeder Anreiz, sodass unserer Gesellschaft Innovations- und Kreativpotenziale verloren gehen. Also Sozialismus ist hier auch etwas, was negativ bewertet wird, was vor allem Schaden bringt, was auf Kosten von Innovation und Kreativität geht, was schöpferische Tätigkeit hemmt und so weiter. Ganz anders natürlich die Linke, ja, die als solche eine sozialistische Partei ist. Und sie formuliert hier in Anlehnung an Luxemburg und andere, die sie hier nennen, doch erst die Befreiung aus der Herrschaft des Kapitals und aus patriarchalen Verhältnissen verwirklicht die sozialistische Perspektive der Freiheit und Gleichheit für alle Menschen. Ja, also hier wird gerade nicht wie bei der CSU Sozialismus in Opposition zur Freiheit gebracht, sondern Sozialismus ist Ausdruck von Freiheit und es geht auch nicht um Gleichmacherei, sondern tatsächlich um Gleichheit. Ja? Und hier sehen wir also, wie der Begriff des Sozialismus ganz unterschiedlich ausgelegt wird. Ein klassisches Beispiel für Bedeutungskonkurrenz. Damit sind wir beim nächsten Punkt, lexikografische Ressourcen. Denn es gibt inzwischen einige Nachschlagewerke, die wir nutzen können. Sie haben es im Text gelesen, es gibt die klassischen Publikationen wie Brisante Begriffe zum Beispiel, aber es gibt jetzt eben auch dieses wunderbare Online-Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache E-Lexiko, was korpusbasiert funktioniert. Ich hatte gesagt, die Semantik von politischen Schlagwörtern können wir nicht einfach im Duden nachschlagen, sondern da müssen wir konkrete Verwendungsweisen im öffentlichen Diskurs uns anschauen, also eine Diskurssemantik betreiben. Und dazu gibt es hier E-Lexiko. Das können wir hier aufrufen. Hier werden die Daten aus dem deutschen Referenzkorpus zugrunde gelegt und hier finden sich dann unter den bearbeiteten Stichwörtern alle möglichen Ausdrücke, wo nicht alles politische Schlagwörter sind, aber manche eben doch. Ja, sowas wie Arbeit zum Beispiel haben wir hier oder Asylbewerber. Aber jetzt schauen wir mal unter Sozialismus. Also wir haben es einmal hier im Fremdwörterbuch, wir haben es aber dann auch hier in E-Lexiko. Hier finden wir jetzt zunächst verschiedene Lesarten. Mir geht es um die Lesart Staatsform. Und dann sind hier zunächst mal hier so ein paar allgemeine Sachinformationen. Hier ist ein Literaturhinweis, wo wir uns informieren können. Hier sehen wir immer bestimmt einzelne Belege, die herangezogen wurden, um diese Lexikon-Einträge zu erstellen. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, uns, ich mache es noch mal ein bisschen größer, uns zum Beispiel Kollokationen anzuschauen. Also was sind Adjektive, die zusammen mit Sozialismus verwendet werden im öffentlichen Diskurs? Und da finden wir hier durchaus widerstreitende Attribute, sowas wie autoritär, deformiert, dogmatisch, gescheitert, hingegen auch sowas wie modern, revolutionär, freiheitlich, ein erneuerter, ein guter, ein menschlicher Sozialismus. Na, also allein schon in
An diesen Kollokationen können wir sehen, dass es einen semantischen Kampf gibt um die Bedeutung von Sozialismus. Typische Konstruktionen können wir uns aufrufen, sowas wie hier, der Sozialismus ist gescheitert, an den Sozialismus glauben, Demokratie und Sozialismus verbinden, stehende Formulierungen, die häufig im Diskurs zu beobachten sind. Ja, also hier können Sie sich selber mal reinklicken und können nach verschiedensten Dingen suchen, zum Beispiel auch Globalisierung ist interessant, Internationalisierung, ne? Auch hier wieder Dinge, die damit in Verbindung gebracht werden. Okay, und weiterhin möchte ich zeigen, dass wir verschiedene korpuslinguistische Ressourcen haben, wenn wir also nicht nur nutzen wollen, was andere mit Corpora gemacht haben, sondern selbst auf Corpora zugreifen können. Wir können das Derico nutzen, darauf kann ich jetzt hier nicht eingehen, aber über diesen Link können Sie die aufrufen. Da finden Sie zum Beispiel Plenarprotokolle aus Land und Bundestag, aber auch Unmengen von Pressetexten. Sie können, wenn Sie noch vertieft einsteigen möchten in Plenarprotokolle, die Daten des Projekts Pollmein nutzen, von Andreas Blätter aus Duisburg-Essen, wo Sie zum Beispiel nach einzelnen Parteien Plenarprotokolle durchsuchen können, nach einzelnen Rednerinnen, über Legislaturperioden hinweg diachrone Untersuchungen vornehmen. Aber kleine Warnung vorweg, es ist technisch anspruchsvoll. Und Sie können den Server unserer Professur verwenden, Ali auf CQP Web, den ich Ihnen gleich zeigen möchte, wo ich für Studierende hier an meiner Professur verschiedene politische Textsorten als Corpora zur Verfügung stelle, Grundsatzprogramme, Wahlprogramme, Reden und auch Pressemitteilungen. Und diesen Server können Sie hier aufrufen, wenn Sie sich dann mit dem Passwort, was ich Ihnen noch nenne, registrieren, können Sie dann hier auf diese Sachen hier zugreifen. Und wir gehen jetzt mal auf Grundsatzprogramme. Unter Restricted Query können wir uns anzeigen, welche das jeweils sind, von AfD, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und SPD aus verschiedenen Jahren. Die Grünen sind ja gerade dabei zu aktualisieren, die CDU genauso, aber das sind die im Moment noch gültigen Grundsatzprogramme. Und jetzt können wir mal hier nach Sozialismus suchen. Dann finden wir zum Beispiel den Beleg, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe von der FDP. Ich möchte Ihnen oder ich verlinke Ihnen noch ein Tutorial, wo ausführlich erklärt wird, wie man hier mit dem Tool umgehen kann. Ich möchte noch eine Sache zeigen. Schauen wir uns mal Freiheit an. Wir können jetzt sehen, dass es in allen Texten vorkommt, insgesamt 507 Treffer. Wir können unter Distribution uns anschauen, welche Parteien es eigentlich wie häufig verwenden. Machen wir das mal so. Ja. Wenig überraschend ist es vor allem bei der FDP häufig, bei der CDU und CSU auch, bei der Linken und bei der AfD ist es am wenigsten präsent. Und was wir sehen, sind relative Häufigkeiten, was ja wichtig ist, weil die Parteiprogramme, die Grundsatzprogramme selber unterschiedlich lang sind. Wir können dann auch Kollokationen berechnen. Machen wir das mal so, Lemmata. So. Dann sehen wir hier Wörter, die im gesamten Korpus mit Freiheit zusammen verwendet werden. Würde, Verantwortung, Sicherheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, also andere Hochwertwörter, so könnten wir vielleicht sagen. Und wir könnten jetzt natürlich auch hergehen und könnten das Ganze mal nur für eine einzelne Partei machen. Machen wir das doch mal. Ich schaue mal, wie die Grünen eigentlich Freiheit, über Freiheit reden. Collocations. Das dauert jetzt ein bisschen. Hier stehen also jetzt andere Dinge im Vordergrund. Würde auch, aber sowas wie Selbstbestimmung, Frieden,
Demokratie. Und schauen Sie doch mal nach, wenn Sie Lust haben, was denn die anderen Parteien jeweils mit Freiheit verbinden. Dann möchte ich Ihnen aber für die Gruppenarbeit noch eine andere Methode vorstellen, nämlich Keyword-Analysen. Bei Keyword-Analysen gehen wir so vor, dass wir Subkorpora miteinander vergleichen und signifikant häufige, sprich typische Wörter ausrechnen. Und das Ganze können wir so machen, dass wir einfach jedes Grundsatzprogramm als ein Subkorpus nehmen und dann mal uns alle Keywords nacheinander berechnen. Dazu müssen Sie hier auf diesen Link gehen, Create Added Subcorpora, und Sie können dann hier wählen Define New Subcorpus, Create a Subcorpus for Every Text. Ja, wir müssen es dann nochmal bestätigen und dann haben wir hier genau diese Grundsatzprogramme. Wir müssen dann noch hier nacheinander es kompilieren. So werden dann die Frequenzlisten erstellt. Genau. Sie sehen jetzt hier, dass die unterschiedlich lang sind, aber immer so um die 25.000 Wörter. Und jetzt können wir hier links auf Keywords gehen und können zum Beispiel mal für die AfD das ausrechnen. Die genauen Einstellungen, die gebe ich Ihnen noch auf ein Arbeitsblatt, aber ich zeige es Ihnen mal. Positive Keywords empfehle ich Ihnen. Wir können dann hier das mal als Table lassen, das ist in Ordnung. Und machen Sie mal hier dieses Häkchen raus, das empfiehlt sich. So, dann haben wir jetzt hier Wörter, die typisch sind für das Grundsatzprogramm der AfD im Vergleich zu den anderen Grundsatzprogrammen. Also worüber reden die besonders häufig? Ja? Es geht um Einwanderung, der Euro ist ein Thema, um Staatsangehörigkeiten, es geht um Deutsch, Deutsche. Und vielleicht gehen wir nochmal zurück und machen das hier auf Lemmata. So. Na, jetzt haben wir also lemmatisiert. Es geht darum, Dinge wiederherzustellen. Einwanderung, Euro, ausländisch, abschaffen, ideologisch. Das sind also typische Schlagwörter der AfD. Und wir sehen, das dürfte schnell einleuchten, dass es häufig Stigma-Wörter sind. Ja, sowas wie ideologisch, da werden natürlich andere Positionen. Also es geht hier um ideologisch motivierte Inklusion, ideologisches Gender-Mainstreaming, ideologisch vergessen wir der politischen Korrektheit, Sprachverbote und so weiter. Ja? Also hier werden fremde Positionen abgewertet, typisch für Stigma-Wörter. Sie können sich dann eben hier diese Links, also hier die einzelnen Belege dann angucken. Und so können Sie das auch für die anderen Parteien machen. Ich zeige es nochmal ganz kurz für die CSU, das ist ganz interessant. Hier haben wir sowas wie Ordnung, Heimat, Fairness und so weiter. Meine Bitte wäre also, dass Sie in Gruppen aufgeteilt, die Aufteilung schicke ich Ihnen noch, dass Sie selber diese Keyword-Berechnungen vornehmen, stellen Sie die Subkorpora, errechnen Sie die Keywords. Sie können das übrigens auch, wenn Sie möchten, hier als so eine schicke, Word Cloud sich anzeigen lassen und dann auch hier sich durchklicken. Rechtsordnung zu den einzelnen Belegen. Und dass Sie ausgewählte Wörter, die in den Grundsatzprogrammen als typisch für eine bestimmte Partei erscheinen, auswählen, solche Wörter, von denen Sie glauben, dass sie sich gut als Schlagwörter beschreiben lassen, und nehmen Sie auf der Grundlage von den Belegen so eine erste Charakterisierung vor. Handelt es sich um Stigma-Wörter, um Fahnenwörter? Wie genau werden sie politisch funktionalisiert? Und wählen Sie sich dann vielleicht 2, 3 Begriffe aus, die Ihnen besonders interessant erscheinen, und bereiten Sie so eine kleine Präsentation vor. Sie können das dann
muss mir noch überlegen, da kriegen Sie aber noch Nachricht, wie Sie genau die Ergebnisse sichern können. Und wir können dann in der nächsten Sitzung die Ergebnisse sammeln, dass dann jede Gruppe kurz ihre eigenen Ergebnisse vorstellt und dass wir dann auch eine schöne gemeinsame Diskussionsgrundlage haben. Genau. Das ist die Literatur für heute. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Tschüss.